Guten Abend. Sie wissen, liebe Zuschauer, bekanntlich hat jedes Ding zwei Seiten. Und damit hat man es manchmal schon schwierig genug. Und wie viel schwieriger wird es, wenn man sich mit einem Menschen auseinandersetzen muss, der so vielseitig ist, wie mein Gast heute Abend. Und sehen Sie, da geht's schon los mit der Schwierigkeit der Sprache. Was heißt auseinandersetzen? Wir wollen genau das Gegenteil tun. Wir wollen uns zusammensetzen und miteinander reden. Darauf freue ich mich besonders, denn es ist eine Frau, die vielleicht etwas weniger redet, aber dafür umso mehr zu sagen hat. Lili Palmer. Bitte schön. Wir fangen gleich mal mit einer Erklärung an für Sie, liebe Zuschauer. Da sind Sie jetzt. Vielleicht kommt Ihnen irgendetwas anders vor heute Abend. Das stimmt. Ich sitze auf einer anderen Seite. Das hat zwei Gründe. Einmal möchte ich, dass Sie endlich auch sehen, wie ich von rechts aussehe. Und ich möchte nicht, dass man sieht, wie ich von rechts aussehe. Und zum Zweiten möchte ich, dass Lili Palmer an meiner Herzseite sitzt. Das ist meine Schokoladenseite. Weil mein Herz schlägt für Sie, seit ich Sie kenne, und das ist schon eine ganze Weile. Eine bewunderte Kollegin. Und deswegen frage ich mich, Frau Palmer, als Sie gefragt wurden, ob Sie Lust hätten, heute Abend bei mir Gast zu sein, sollen Sie, ich bin immer vorsichtig, angeblich gesagt haben, weiß denn der Fuchsberger, was da auf ihn zukommt? Wie haben Sie das gemeint, bitte? Weil ich einige Ihrer Shows gesehen habe. Und man mit ihnen spricht, also wie es einem so von der Leber kommt. Wie mit dem kranken Pferd, meinen Sie? Ja, und, nein, und weil ich, wenn ich so ins Gerede komme, bin ich lange nicht so glatt, wie Sie vielleicht annehmen. Ja, das hoffe ich ja. Da habe ich doch einige Kanten. Das hoffe ich ja. Also ich bin weder Hellseher noch Hellhörer, aber ich wiederhole jetzt schlicht und einfach das, was im Augenblick vor Tausenden von Fernsehern gesagt wird. Mann, sieht die Frau gut aus. Und wie sieht man aus, wenn man sowas hört? Da kann man doch nur vor Verlegenheiten wirklich also den Blick abwenden, denn das ist also wirklich eine Glückssache. Sie haben meine Mutter, haben Sie nicht gekannt, nein? Leider nein. Nein, mit der habe ich immer geprahlt. Mhm. Ich habe immer allen Leuten erzählt, sie ist schon 77, wissen Sie? Mhm. Denn sie sah buchstäblich aus wie 57 und sah immer aus wie meines Vaters Tochter, was ihm gar nicht gefiel. Aber das ist wirklich eine Glückssache. Wie sah denn Ihr Vater aus? Mein Vater, etwas kleiner als ich, hatte abstehende Ohren. Er konnte segeln bei Windstärke 5, hatte unheimlichen Rückenwind gehabt. Und Ihre Mutter? Meine Mutter sieht noch aus. Sie hat schneeweißes Haar. Sie ist inzwischen 86 Jahre alt. Und sieht aus wie Sie. Schaut heute Abend zu. Also ich schaue vielleicht ein bisschen aus, so wie Sie. Glaube ich. Ich sehe aus wie mein Vater. Ich also auf jeden Fall, meinem Vater, der lange tot ist, sehe ich überhaupt nicht ähnlich, aber meiner Mutter. So ist es. Mein Bruder auch. Ich hatte zwei Brüder. Einer ist tot. Wer macht denn hier nur eine Talkshow? Wer interviewt denn da wen? Herrlich. Nach dieser netten Einleitung vielleicht eine etwas härtere Frage. Es ist gar keine Frage, es ist ein Zitat. Ich möchte unser Gespräch ab und zu mit Zitaten würzen, die ich gelesen habe. Dinge, die gesagt haben, wobei ich immer
gleich dazu setzen möchte, ich weiß nie, ob es verbrieft ist, ob es stimmt. Ja. Und wenn das nicht so ist, dann bitte korrigieren Sie mich. Sie haben gesagt, dieses Gesicht sei nicht zum Liften da. Man wird es, na, bald werde ich es vielleicht liften lassen, warten Sie, das kann ja noch geschehen. Aber vielleicht habe ich noch anderthalb Jahre Zeit, bis ich das tue. Aber wenn man das liften will, finde ich, dann soll man es auch tun. Man hat ja auch manchmal Zähne oder man färbt sich die Haare, also wo man das Gesicht nicht liften, ich finde das gar keine Sache. Aber vorläufig hätte ich noch Glück gehabt. Na, es ist einfach, Sie haben so schön irgendwo erzählt, dass ab einem gewissen Alter Freunde erst so eine Kurve um einen herumdrehen und so verdächtige Blicke werfen und Sie sagen dann, nein, das ist nicht. Nein, ist nicht. Eben, es ist es dazu sind auch nicht schon da. Leute so nah an mich herangeguckt. Ja, wie hübsch. Können wir das noch ein bisschen machen? Ich finde das. Sie riecht auch so gut. Das ist wichtig, das ist wichtig. Langeweile macht alt. Ja. Auch das haben Sie gesagt. Da, Sie scheinen in Ihrem Leben nie eine langweilige Minute gehabt zu haben. Ganz bestimmt nicht, denn ich hatte gar keine Zeit. Ich habe auch heute nicht eine Sekunde Zeit, mich zu langweilen. Das finde ich einen der große Segen meines Lebens, ist das. Ich habe keine Zeit, mich zu langweilen. Der Tag ist nicht lang genug. Wie viele Stunden müsste er für Sie haben? Genau doppelt, denn außer den Dingen, die Sie von mir wissen, möchte ich noch eine ganze Menge andere tun, aber die kann man einfach nicht tun. Finden Sie nicht auch, es ist doch jetzt, wo wir alle so entsetzlich lange leben. Ja. Früher hat man eine Lebenszeit, glauben Sie mir, von 36 Jahren gehabt. 36 Jahre, 40 Jahre. Da hat man sich geglaubt, da bin ich halt 20 Jahre verheiratet, was kann mir schon passieren. Aber heute, 40, 50 Jahre verheiratet mit demselben Herrn auch noch. Stellen Sie sich vor? Ich habe jetzt gerade tief in Ihre Augen geguckt und habe deswegen eine Zahl nicht mitbekommen. Sie haben gerade gesagt, wie lange Sie verheiratet sind. Ich bin sehr hartnäckig. Ja. Ich war mit meinem ersten Mann 17 Jahre verheiratet. Ja. Und das hat keiner geschafft. Er hat jetzt schon die sechste Frau. Sie kennen ihn wahrscheinlich. Er heißt Rex Harrison. Er heißt noch so. Wir kommen auch noch auf ihn zu sprechen. Und mit meinem jetzigen Mann bin ich seit 27 Jahren verheiratet. Dann habe ich schon wieder ein falsches Datum. Ich wollte nämlich vorhin ganz kess darauf anspielen, dass Sie bald silberne Hochzeit haben müssten. Sie haben ganz recht. Wir sind auch erst 24 Jahre verheiratet. Aber ich zähle noch drei dazu. Sie können sich wahrscheinlich denken, warum. Nein. Ja. Weil Konkubinat gibt es einfach nicht. Nein, das gibt es gar nicht. Kennen Sie die Geschichte von der goldenen Hochzeit, wo man den Ehemann beiseite nimmt und sagt, sagen Sie mal ganz ehrlich, kann Ihre Frau Sie noch reizen? Die Antwort ist, mit jedem Wort. Lili Palmer, man kann auch ohne im Amazonas mit Krokodilen oder im Dschungel mit Schlangen zu kämpfen, ein abenteuerliches Leben führen oder eine Abenteuerin sein. Ja. Sie haben ein abenteuerliches Leben. Ja. Ja. Ja, jetzt sträubt sich bei mir schon die Zunge zu sagen, hinter sich, Sie haben es gelebt bis jetzt. Und es sieht sicherlich auch noch mit einigen Abenteuern vor Ihnen. Nein, das will ich gar nicht so sehr. Wenn mich jetzt der Blitz erschlägt, wenn ich das Studio verlasse, oben drauf, dann können Sie mir auf den Grabstein setzen, diese Frau hat gelebt. Weiter will ich gar nicht. Das finde ich übrigens das ungefähr das Beste, was man sagen kann von einem Menschen. Die hat gelebt. Also das heißt in meinem Falle oder was ich überhaupt damit meine, ist, sie hat sehr viel Höhen erlebt, sie hat sehr viel Tiefen erlebt und auch das Mittelding. Also kurz und gut wenig ausgelassen. Das finde ich herrlich. Das ist mir allerdings in meinem Leben so gegangen. Mhm. Ich hatte sehr viel Glück. Glück, jetzt im Nachhinein kommt es mir vor als das größte Glück. Ich gebe Ihnen zu, zur Zeit hatte ich natürlich gedacht, das Schicksal hat es mit mir schlecht gemeint. Und trotzdem hat es aus mir das gemacht, for better or worse, was ich geworden bin. Ja? Also wie Sie ja wahrscheinlich wissen, worauf ich jetzt anspiele, ist, dass ich mit 18 Jahren aus diesem schönen Lande hier mit einem Fußtritt herausgeworfen wurde. Und ich dachte, das ist aber doch eigentlich entsetzlich. Und zwar ein ganz großes Glück. Und ich bin also in Paris gelandet erst, da habe ich es nicht geschafft mit meiner Schwester. Dann in London und dann so ganz langsam ging es aufwärts. Gibt es was Schöneres? Apropos so ganz langsam, mir waren die Sprünge jetzt ein bisschen zu schnell. Ja. Es ist alles angestreift worden, aber ein klein bisschen genauer.
Ich möchte Sie nicht langweilen. Und zwar dieses Abenteuer. Was könnte uns von Ihnen langweilen? Alles, denn Sie haben ja und wenn es dann so wäre, sage ich es schon. Sie haben auch sicher die dicke Lilly vielleicht gelesen. Nein, nicht vielleicht, bestimmt. In der dicken habe ich das ja alles, beschrieben. Und ich habe immer das Gefühl, ich will das gar nicht wiederholen. Na, ist klar, dieses Buch hat in der Zwischenzeit, wenn ich recht informiert bin, so ungefähr um die 1,3 oder 1,4 Millionen deutsche Auflage. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr Deutsche, die das wissen wollen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Über das Buch selbst ist so ziemlich alles gesagt worden, was man darüber sagen kann. Wir kommen später darauf. Ich möchte ein bisschen früher anfangen, noch ein bisschen beim Abenteuer bleiben. Ja. Fing dieses Abenteuer für diese Lilly Maria Peiser an, als aus ihr eine Lilly Palmer wurde? Und wie geschah das? Wann wurde aus der Lilly Maria Peiser eine Lilly Palmer? Wenn ich Ihnen sage, das ist von einem so, was die richtige Erklärung ist, von einer solchen Frechheit. Ich dachte mir also Peiser. Wie soll man das auf Französisch aussprechen? Und wie soll man das auf Englisch aussprechen? Das ist gar nicht möglich. Das eine wäre Pesé und das andere wäre Pisa. Nein. Und wissen Sie, wie alt ich da war? 14. Und sagte meiner Mutter kurz und gut, ich werde meinen Namen ändern und ich werde einen Namen mir wählen, der in jeder Sprache ganz leicht zu merken ist. Mhm. Denn ich bin überzeugt, ich werde eine große Karriere machen. Mein Vater war davon also gar nicht begeistert, wie Sie wissen. Er wollte, dass ich Ärztin werde. Er selber war Chirurg. Er dachte, das könnte ich, sollte ich auch werden. Und er sagte etwas, womit er absolut recht hatte. Es wird dir nicht genügen, die Schauspielerei. Meine Mutter war Schauspielerin. Meine Mutter hat noch mit Kainz gespielt, wenn Ihnen das ein Begriff ist. Ja. Und dann wurde sie unschädlich gemacht durch meinen Vater. Sagen Sie mal, für wie jung halten Sie mich eigentlich, Frau Kinder? Oder für wie dumm? Warum sollten Sie... Es gibt zwei Möglichkeiten. Weiß man noch, wer Josef Kainz war? Aber ja, natürlich weiß man. Also meine Mutter hat noch in Breslau mit ihm gespielt. Das war natürlich ein Höhepunkt ihrer Karriere. Und dann hat mein Vater sie auf der Bühne gesehen und hat sich gedacht, das ist für mich, wenn sie zwei Bedingungen erfüllte. Das war also jetzt 1909. Mhm. Ja, ich sag's Ihnen aber doch. Er hat gedacht, also erst muss sie aus guter Familie sein. Kann arm sein, was sie war, aber anständig, war sie. Und dann muss sie eine Jungfrau sein. Schon schwieriger. Ne? Das war doch eine Verlorene. Sie war doch auf der Bühne, hat meinem Großvater das Herz gebrochen. Aber sie war's. Mhm. Ich habe sie früher, später mal gefragt, ob es wirklich einen Unterschied gemacht hat. Das war eine schöne freudsche Fehlleistung. Früher oder später? Sie müssen sie später gefragt haben. Ich habe sie später gefragt. Ob das nun wirklich so einen großen Unterschied ausgemacht hätte. Mhm. Und da hat sie lange nachgedacht, also jetzt schon im Lichte unserer Erkenntnisse, und hat gesagt, doch, für deinen Vater hätte es schon was ausgemacht. Das gibt Ihnen ungefähr eine Idee, wie wir drei Schwestern erzogen worden sind. Jetzt müssen wir dann einen Sprung machen. Ja. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Es wurde noch hier in diesem Lande das große Talent der Lilly Palmer erkannt. Das ist jetzt Bescheidenheit, warum sie mit dem Kopf schüttelt. Sie haben hier schon Rollen gespielt. Ich war in Darmstadt, meinen Sie. Fett und freundlich, ja, ungefähr, wenn Sie sich das vorstellen. Fett spricht ja nicht gegen Talent. 20 Pfund fetter, ja, spielte da ahnungslos ein paar Rollen, ja, keine Ahnung. Und wurde dann, wie gesagt, gleich nach 6 Monaten rausgeschmissen. Das war meine einzige deutsche, bis zum heutigen Tage, Bühnenerfahrung. Mhm. Trotzdem möchte ich diesen Übergang so formulieren, als man das Talent erkannte, erkannte man auch die Jüdin. Ja, das ist übrigens etwas, was ich eigentlich gar niemals richtig erkannt hatte. Meine beiden Eltern hatten ihre Kinder erzogen, ohne jede Religion. Wir waren deutsch. Mein Vater war ein glühender Deutscher. Mhm. Der hatte seine 4 Jahre als Stabsarzt vor Verdun verbracht. Mein Großvater im Krieg 1870 und gehen die Grabsteine zurück, weit bis ins 18. Jahrhundert. Wie soll man denn auf die Idee kommen? Ich bin nie auf die Idee gekommen. Nur Weihnachten, nicht? Das war es ja dann immer. Soll ich das nicht nochmal erzählen? Nein, nicht nochmal erzählen. Ja, wenn Sie es nicht nochmal erzählen wollen, nein. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, der Papa war Medizinalrat, der war Chirurg. Nein, er war Chirurg. Chirurg. Chefchirurg des Krankenhauses. Ja. Der Medizinalrat war ein Titel. Ja, das hat er nicht gehabt. Hat er nicht gehabt. Das war auch gar nicht gut. Nein, er war Doktor, Chirurg. Und Weihnachten, ich war doch immer diejenige, die Gedichte aufsagen musste. Fordern Sie mich nicht heraus, ich sage Ihnen gleich eins auf.
Und nur Weihnachten wurde ich übergangen, weil ich die und ich wollte doch immer die Maria spielen, nicht? Das war ja. Ja. Dann kam also eben einfach dieser, wie soll man es nennen, Sturz, Fall. Sie haben sogar gerade behauptet, es sei Glück Sprung. Gewesen. Aus dem behüteten Bürgerhaus in das Nachtleben, in die Kaschemmen. Genau. In das Laster von Paris. Wie verträgt das eine bürgerliche, höhere Tochter? Ich saß ja Rücken an Rücken mit meiner älteren Schwester. Ja. Die war genauso fett und freundlich wie ich. Und wir hatten uns Kleider geschneidert aus Vorhängen, grüne Taftkleider. Und wir waren also ein richtiges Wandervogelduo. Aber wir mussten den, was Sie Kaschemmen nennen, ja. aus einem guten Grund. Weil nämlich in diesen Kaschemmen, das heißt also Nachtclubs, da brauchte man keine Arbeitserlaubnis zu haben und da durften wir singen. Und wir sangen also so hochintelligente und intellektuelle Lieder wie Wien, wie nur du allein und solche Sachen. Und did you ever see a dream walking? No, well I did, solche Sachen, ja. Fabelhaft. Occi Giornia, Occi Strasnia, wir sangen in 5 Sprachen zum enthusiastischen Applaus des Oberkellners. Sonst allerdings, muss ich Ihnen ehrlich sagen, waren wir Nieten und haben beinahe niemals unsere vertragliche Dauer zu Ende gespielt. Man hat uns ausgezahlt und war froh, wenn sie weg waren, weil sie zu brav waren. Ja, wir haben da gar nicht reingepasst. Naja, also, das kann unter Umständen unheimlich gut ankommen. Ja, ne? Ich weiß auch noch, dass sich ein Herr an unser Tisch setzte, wo wir warteten. Aha, dann habe ich gefragt, ob wir was trinken wollen. Ja, sagte ich, ein Glas Milch. Und da fiel natürlich der Oberkellner in Ohnmacht gemacht und so. Heftig so, und ich habe das einfach nicht verstanden, dass man nur Champagner fragen. Mhm. Ich konnte gar nicht. Da brauche ich die Frage nicht mehr zu stellen. Gab es Gefahren, denen zu erliegen, damals unter Umständen hätte bedeuten können, eine weniger glorreiche Zukunft zu haben, als sie sie dann hatten? Ich meine, Blackie, schlicht und einfach Blackie, bestand. Blackie, es war einfach nicht drin bei mir. War nicht drin bei Ihnen. Nein, außerdem war ich schon seit meinem 8. Lebensjahr wahnsinnig verliebt, immer. Ja. In wen? In die verschiedensten Leute damals. Aha. 5 Jahre lang war ich meiner Geschichtslehrerin treu. Von meinem 8. bis, heute kenne ich sie noch und wir sind befreundet. Ja. Vom 8. bis zum 13. Jahr. Und dann in den ersten Buben und so weiter, aber natürlich Händchen halten. Wissen Sie doch, wie der hieß? Ja. Wie? Anselm. Schön. Börne. Schön. Und dann, aber man war Gibt's ja damals. Noch? Natürlich. Hat ja? mich besucht, wie ich neulich in England Theater spielte. Das war lustig. Er hatte so einen dicken Bauch. Was macht er heute, der Anselm? Der lebt in Südafrika. Das war einfach toll. Den ist ja auch ganz schön, ne? Wärmer auf jeden Fall als hier. Und da war ich aber dann schon richtig verliebt. Da hatte ich meinen ersten Boyfriend, Rolf Gérard, der da meinetwegen emigriert ist in Paris. Und das war also einfach gar nicht drin, dass ich irgendwie in irgendwelche Petrouillen kam. Aha. Nein. Wie kam es dann, bitte, ich glaube, es war im Jahre 1935, zu dem Wechsel von Paris nach London? Ganz einfach. Es gab gar keine Nachtclubs mehr, aus denen wir nicht rausgeflogen sind in ganz Paris. Und dann durch einen Zufall, der es führt zu weit, ihn zu erzählen, sagt man mir, geh nach England. Ich sprach ja sowieso gut Englisch. Ja. Ich durfte noch nicht nach England, weil das Kind musste mit der Schwester zusammen sein. Und da kam meine Mutter und brachte uns ihre Schätze. Das war ein kleiner Corot, 2 kleine Bilder, die wir verkauften. Teilten, meine Schwester blieb in Paris und ich ging mit der Summe von 34 Pfund und einem Namen, Alexander Korda, ein großer englischer Producer, nach London und machte meine erste Probeaufnahme und war unfotografierbar, weil ich nämlich keinen Knochen im Gesicht hatte. Ach so, ja. Ich hatte keinen Knochen im Gesicht. Mhm. Und da sagte der nette Kameramann, Sie müssen mindestens 10 Pfund abnehmen. Und da ich sowieso nur 34 Pfund hatte, war das Hungern natürlich sowieso praktisch. Und ich habe noch am gleichen Tag angefangen, kein Abendbrot zu essen. Das deckte sich wahrscheinlich mit der Situation sehr gut, Sie nagten am Hungertuch ich damals. Nagte, ja. Und das war das Beinahe. Einzige, woran Sie nagen konnten. Ja. Was hat damals in dieser Zeit, ich glaube, es war wohl die schlechteste, für Sie, nicht vom Erlebnisbereich her, sondern einfach vom... Es war die hoffnungsloseste. Die hoffnungsloseste, ja. Und die schlechteste. Wissen Sie, was ich getan habe? Weil das Telefon nicht klingelte. Ich habe meinen ersten Roman geschrieben. Damals. Wie hieß der? So weit bin ich nicht gekommen. Also Titel gab es keinen. Es gab Gedanken. Es gibt ihn immer noch.
Aber einen Titel habe ich nie dazu gefunden, Gott sei Dank. Er war natürlich katastrophal. Aber ich musste was tun. Aber er ist nicht veröffentlicht bis heute? Nein, nein, nein. Auch nicht in Teilen? Nein, nein, niemals, niemals. Was hat Ihre Familie damals gemacht? Es war mein ja in der Vater, Zwischenzeit in Deutschland schon sehr ja. viel gefährlicher als zu der Zeit, als genau. Sie gingen. Mein Vater starb am ersten Herzinfarkt, wie das sehr, sehr viele Chirurgen taten, im Alter von 57 Jahren, im Januar 1934. Mhm. Und obgleich das an und für sich, 3 Monate nachdem ich Berlin verließ. Das war für uns entsetzlich und für ihn wunderbar. Er hätte keinen Immigranten mhm. abgegeben, wissen mhm. Sie. Ich habe dann oft in London seine Kollegen getroffen. Die haben dann, die Ehefrauen hatten ein Boardinghaus und die Professoren sagten, wünsche wohl gespeist zu haben und wuschen in der ja. Küche ab. Mhm. Das hätte meinem Vater gar nicht gefallen. Und die Mama kam ja dann die, meine zu Mutter Ihnen brachte nach London. Ich zu mir und die kleine Schwester mhm. und meine beiden Schwestern mit meinem ersten Vertrag. Mhm. Wann wurde nun aus dieser Immigrantin in England eine britische Staatsbürgerin? Denn es war ja wohl sehr schwer, ja. überhaupt dieses Bein dort das auf den Boden zu bekommen. Das tat der Krieg. Mhm. Bei Ausbruch des Krieges beschloss die Regierung, wer schon einige Jahre im Lande war, dass diese nun endlich mal Engländer wurden. Und dann außerdem heiratete ich kurz darauf einen 150-prozentigen Engländer. Bevor wir auf diesen 150-prozentigen Briten zu sprechen kommen, ist eine ihrer besonderen oder eines ihrer besonderen Merkmale der Mut, außergewöhnliche Entscheidungen zu treffen oder Entschlüsse zu fassen. Wissen Sie, ich meine das im weitesten Sinne. Ich hatte so ein wahnsinniges Glück, dass ich nie die Wahl hatte. Mein Sohn, der erstickt am Reichtum seiner Wahl. Nicht? Mhm. Aber ich hatte nie. Ich war eine Wahl. Ich war immer mit dem Rücken gegen die Wand, dass ich die Miete bezahlen konnte, dass ich meinen Verpflichtungen nachkam. Vielleicht wäre ich hier geblieben, hätte ich, was weiß ich, Kokain geschnupft oder irgendwas. Mhm. Vielleicht wäre ich verrucht geworden. Mhm. Aber so hat mir das Schicksal eigentlich schon ziemlich früh ein Schnürkorsett mhm. angezogen. Ne? Sie haben gerade Ihren Sohn erwähnt, ich glaube, er heißt Cary. Cary. Ist Professor. Und Schriftsteller. Und Schriftsteller. Was lehrt er? Hat er einen Lehrstuhl? Er hatte an der Universität in Essex, lehrte er Drama, was sonst, ah, ja. Literatur. Theaterwissenschaft, ja. Literatur. Literatur, ja. Mhm. Wir kommen also jetzt zu diesem Punkt. Sie sprachen Rex Harrison an, Ihren ersten Mann, ein Wegbegleiter für Sie über viele Jahre durch das Private, das manchmal, wenn ich das richtig gedeutet habe, zwischen den Zeilen schwieriger war als die berufliche gemeinsame Begleitung durch den Riesenerfolg. In den Zeilen, gar nicht dazwischen. In den Zeilen. Ja, Sie sprechen natürlich. Deutlich aus. Ja, ja, selbstverständlich. Ist doch klar. Wir heirateten im Krieg, er war in der Air Force und das... Wie Sie ja auch wissen, man zeigt sich von seiner besten Seite im Krieg. Ja. Der Krieg bringt das Beste aus einem heraus. Er trug Uniform. Ja, trug Uniform. Muss wahnsinnig gut ausgesehen haben. Ja, ja, ja. Bisschen komisch mit dem Monokel im Auge. Ja. ich heiratete ihn, ich war überzeugt, er war der Richtige, weil ich liebe Tiere sehr und bin immer in den Zoo gegangen und er kam mit mir und ich hang. Jetzt bin ich auf den Bogen gespannt, ja. Tschüss. Boa Constrictor um seinen Hals. Und er stand da ganz still mit der Boa. Konstriktor um den Hals und seinem Monokel im Auge. Können Sie sich vorstellen, wie das aussah? Da habe ich ihn mir angeschaut und gedacht, den muss ich heiraten. Das ist großartig. War es nun mehr wegen des Monokels oder wegen der Boa Constrictor? Nein, wegen der tadellosen Haltung, die er dabei war. Trotz Monokel und trotz Boa Constrictor. Ja. Ja. Gut, mich interessiert eine Frage dabei, Lilly. Wie kam man damals so eigentlich in der ja, nicht mehr entscheidenden Phase, die wäre eigentlich schon vorüber. Aber am gefährlichsten Punkt des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1944, wie kam man damals, ich meine jetzt rein physisch, von England nach Amerika? Das muss doch eine sehr gefährliche Unternehmung nicht. Gewesen nein, nein. sein, nicht? Nein, nein, Rex sollte schon früh nach Hollywood mit der Garbo in den Notschka spielen, das konnte er nicht. Wir warteten bis 1945 und sind im November 1945 mit den noch Trooping-Ships, wie nennen Sie das, Trooping? Ja, die Truppentransporte. Ja, sind wir rüber nach Hollywood. Also erst nach dem Kriege. Ja. Weil in irgendeinem der vielen und leider Gottes nicht immer stimmenden Nachschlagwerke, die Sie also seitenweise zieren, da steht vier noch im Kriege gegen Sie. Da habe ich wieder etwas dazugelernt. Und dann in Hollywood, das ist ja nun also
ja, wie soll ich sagen, so der Gipfel dessen, was man in unserem Beruf erreichen kann. Und manchmal sagt man, ist es ungeheuer schwer, dort als Ausländer überhaupt ein Bein auf die Erde zu kriegen. Und Ausländer sind dann für die dort sogar auch englischsprachige Ausländer, ja, also auch Briten. Ja, Rex ging schon mit einem Riesenvertrag rüber. Er war ja schon ein großer Star. Ja. Und ich hatte das Glück, das geradezu unglaubliche Glück, einen Test zu machen mit dem von mir so angeschwärmten Gary Cooper, mhm, und dann die Rolle auch zu bekommen. Fritz Lang, der Deutsche, mhm, hatte Regie, und das war mein erster Hollywood-Film. Und damit das ist überhaupt wahnsinnig, wenn man da so liest und wenn man selber in diesem Beruf war und noch ist, mit welchen der großen Stars Sie zusammengearbeitet haben. Ja, man kriegt richtig lange Zähne, man wird richtig, ja, man sagt, mein Gott. Muss ja das schön gewesen war sein. War auch schön, war ja wunderschön. Also diese unglaublichen heiligen Kühe, wie ich sie nenne, also hm, Cooper oder Gable, hm, oder wie sie hießen. Wenn die das so wären aber dann mehr heilige Ochsen gewesen. Ochsen. Die heiligen Ochsen, die haben eine Konversation einfach gestoppt, wissen Sie. Das waren solche, ja, wie meine Haushälterin sagt, das war ein Trumm, ja, ja, wenn der so reinkam. Ja, ja, das versteht mir sehr gut. Wenn man ja Trumm, Mannsbild oder Trumm, ja, Trumm, Schauspieler, wurde ja Portion of Man bei... Eben. Bei Gary Cooper auch, der war ja... Das war nun wirklich was ganz besonders Schönes zum Anschauen. Ja, ja. Ich muss auf eine Geschichte zu sprechen kommen, die Sie sofort abwürgen können, wenn Sie darüber nicht sprechen wollen. Die Chronistenpflicht, das Journalistische dessen, was ich im Augenblick tue, lässt mich das fragen. Ist die Geschichte wahr, die ich gelesen habe über diese Proforma-Scheidung von Rex Harrison wegen einer Schauspielerin namens Kay Campbell? Ah, das war sehr viel später. Erst sind wir mal rausgeschmissen worden aus Hollywood, nach 3 Jahren. Ja, vielleicht ist das sehr viel interessanter. Hm? Weil, ich glaube nicht. Weil er Pech hatte. Er hatte nur Pech. Mhm. Es hat sich eine Schauspielerin umgebracht, seinetwegen. Ja. Das war Pech. Es zitterten sämtliche Also für die Schauspielerin auf jeden Fall, ja. Auch für ihn. Ja. Denn er wurde dabei, also er entdeckte sie, das war sehr unangenehm. Und sämtliche Leading Men in Hollywood haben schnell ihre Girlfriends verlassen, vor lauter Angst. Ja, ja. Weil das natürlich in Hollywood war das furchtbar. Ich spreche jetzt so lustig darüber, es war, glauben Sie mir, überhaupt nicht lustig. Das glaube ich gerne, es war gar nicht komisch. Besonders wenn man weiß, dass Hollywood so einen ganz eigenen und besonderen Ehrenkodex hatte. Man durfte dort alles nur nicht sich kriegen lassen dabei oder nicht sich erwischen lassen. Und sich nicht umbringen. Na ja, gut, also das kann man das dem, man auch nicht, der es getan hat, hinterher schwer zum Vorwurf machen, der und weiß dann da nichts mehr davon. Spreche ich so darüber, als ob mir das gar nichts ausgemacht hätte, aber ich bin ja an und für sich ein sehr konventioneller Mensch in dieser Beziehung. Es war also schlimm. Und wir gingen flogen raus aus Hollywood und gingen nach New York und haben dort unsere Ehe wieder in Ordnung gebracht und wurden dann, was New York so gerne hat, ein Schauspieler-Ehepaar, spielten exklusiv zusammen 5 Jahre lang auf der New Yorker Bühne. Einen riesigen Erfolg. Das Stück hieß? Viele. Das ganz große. Ich habe es jetzt nicht gegenwärtig. Geliebte Hexe. Geliebte Hexe. Cäsar und Cleopatra. Wir spielten ein Stück. Wieder mit der Einleitung, die hinten mit dem Fragezeichen endet. Ah, da ist jetzt noch die Sache mit der Scheidung. Ja. Ja, das ist diese schon wahr. Diese Proforma-Scheidung. Kay Kendall war eine sehr berühmte, sehr schöne amerikanische Schauspielerin, das sollte man unseren Zuschauern sagen, die plötzlich sehr krank wurde und einen Wunsch geäußert hat. Sie hatte Leukämie. Ja. Und das hieß, sie hatte nur noch 3 Jahre zu leben. Und sie wollte gerne meinen Mann heiraten. Und der Arzt, der uns das fragte, das war natürlich ein furchtbares Dilemma. Wissen Sie, wenn man so jetzt darüber spricht, dann klingt das alles so kaltschnäuzig. Das war es alles gar nicht. Ich würde nicht sagen kaltschnäuzig, Lilly, eher, es klingt fantastisch ein bisschen. Ja. Eine Entscheidung. Weiß. Und deswegen habe ich auch gefragt, denn die Entscheidung letzten Endes lag ja wohl bei Ihnen. Ja, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass das war eine wirkliche Liebesaffäre, die mein Mann nach 17-jähriger Ehe eben mit dieser jungen Schauspielerin hatte. Und ich das große Glück hatte, meinen jetzigen Mann kennenzulernen. Ich wollte also eine Scheidung haben. Don Carlos. Don Carlos. Die er mir nicht gab, Rex.
Und dann kam eine ganz tragische, dieser tragische Moment. Er spielte schon My Fair Lady in New York, als diese Frau Leukämie bekam. Und da gab es einfach gar keine Wahl. Er musste sie heiraten. Und er konnte das nur, sagte er, wenn ich ihm verspreche, ich würde wieder zu ihm zurückkommen. Das ist sehr schwierig zu erklären. Es dauerte 3 Jahre, wo ich genau wusste, dass ich natürlich nicht zu ihm zurückkommen kann. Er hat es wohl auch irgendwo gewusst, aber wir haben so eine Front. Wir schrieben uns jede Woche und telefonierten einmal in der Woche. Und dann, wie sie starb, schrieb ich ihm dann den letzten Brief und sagte, ich kann nie zu dir zurück. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt nicht befreundet sind. Das ist eigentlich schade. Waren Sie mal verheiratet und geschieden? Ich weiß nichts über Sie. Ja, ich bin das zweite Mal verheiratet und das 27 Jahre. Auch sehr hartnäckig. Auch sehr hartnäckig. Und ebenso glücklich wie Sie in der zweiten Ehe. Und sind Sie mit Ihrer ersten Frau befreundet? Sie ist tot. Aber wir haben uns nach einer gewissen Zeit der Entwöhnung befreundet, ja. Haben Sie Kinder mit ihr gehabt? Nein, das nicht. Ist doch schade, wenn man nicht befreundet sein kann. Das ist sehr schade, mit einem Stück Leben, das man gelebt. Ich war vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, als meine erste Frau dann an Krebs starb, sehr froh, dass wir nicht im Zorn letzten Endes dann aneinander vorbeigegangen sind, wenn wir uns irgendwo getroffen haben. Ja. Und meine jetzige Frau, die ich so hartnäckig halte seit 27 Jahren, pflegt auch heute immer noch zu sagen, unsere erste Frau, was ich sehr lustig finde. Ich nehme sogar Sie an, Sie haben sie vielleicht gekannt, zumindest vom Hörensagen, Sie war eine sehr berühmte Sängerin und hieß Gitta Lind. Ja. Ja, und ich habe damals begonnen, für Sie zu schreiben, aber jetzt sind wir schon wieder da, Sie sollen nicht mich interviewen. Doch. Von mir wissen die das ja alles. Ich hatte auch eine Talkshow in New York, da habe ich Leute interviewt. Sie waren der Talkmaster, the host. Ich war der Talkmaster, ja. Fabelhaft. Wie hieß die Show? Die Lilli Palmer Show, seltsamerweise. Hätten Sie mich eingeladen, wenn ich in New York gewesen wäre? Nur hatte ich immer ein Thema, zu dem ich dann die Leute... was für ein Thema hätten Sie mir gegeben? Worüber hätten Sie gern gesprochen? Über Lilli Palmer. Dann hätte ich Sie nie geholt. Über den Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Fernsehen. Ja, das ist hochinteressant. Ja, zum Beispiel, das hätte mich schon interessiert. Ich habe das versucht, dem amerikanischen Kollegen beizubringen, der mich jetzt gerade interviewt hat in New York, Joe Franklin. Er hat es nicht begriffen. Es ist überhaupt nahezu unmöglich, einem Amerikaner die deutsche Fernsehsituation klarzumachen, weil er sagt, and where is the money? Where comes the money from? Exactly. Und es ist ihm nicht klarzumachen, dass wir keine Commercials haben, dass wir eine Anstalt... Übersetzen Sie bitte, es ist Ihre zweite Muttersprache, übersetzen Sie mir bitte das Wort Anstalt des öffentlichen Rechts. Da denkt doch jeder Amerikaner was Unanständiges. Ne? Dabei ist es das höchst Anständige, was wir hier haben. Ja. Wenn uns niemand zuhört, und heute Abend hört uns ja überhaupt niemand zu, dann sagen wir Anstalt des öffentlichen Unrechts, aber das ist natürlich nur ein Scherz. Sie haben eine ganze Reihe von Fragen beantwortet, Lilli, die ich Ihnen stellen wollte. Eines Ihrer klügsten Zitate heißt, Glück ist Talentsache. Man muss allerdings lange darüber nachdenken. Ist nun Ihre betont glückliche Ehe mit Carlos Thompson auf Glück aufgebaut oder haben Sie ein besonderes Talent, Konflikten aus dem Wege zu gehen? Ich weiß, das ist ein bisschen böse. Es gibt Konflikte und Konfrontationen in unserer Ehe. Ja, das möchte ich mir aber auch ausgebeten haben. Bitte sehr. Das wäre ja katastrophal, wenn wir wie so zwei Pudding aneinander vorbeigleiten würden. Was den Pudding betrifft, kann nur ich einer sein. Ich hoffe, ich frage Sie nicht, ich hoffe, dass es auch Konfrontationen in Ihrer hartnäckigen 27-jährigen Ehe gibt. 27 Jahre wie wir, ist genau dasselbe. Ja. Ja. Also haben Sie sich kennengelernt auch 54? Wir haben 54 geheiratet im Jahr, als ich meinen allerersten Film machte und meine Frau spielte meine Schwester. Und weil wir Inzest nicht mögen, haben wir gesagt... Das geht nicht. Aber ich traf meinen Mann also 1954 Und wir haben uns erst 3 Jahre lang überlegt, ob wir heiraten sollen. Erstens, das war ja ein eingefleischter Junggeselle. Ja. Und sah nicht ein, warum er sich wegen einer mit allen verderben sollte. Und es waren bestimmt genug da, so wie der Mann aussieht? Seltsamerweise ja. Und dann wollte ich nicht unbedingt einen Mann heiraten, der jünger war als ich. Und deswegen habe ich erst mal herausfinden müssen, dass er wirklich ein alter Chinese war. Mhm.
und mir eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ganz bestimmt in der Mentalität, in der Intelligenz und allem überlegen ist. Und da habe ich gleich mal zugegriffen. Ich glaube, das ist auch eine Ihrer Eigenschaften, zuzugreifen, wenn etwas da ist. Ja, wenn ich wo etwas lernen kann. Ja. Das ist überhaupt, finde ich, meine beste Eigenschaft. Das ist so eine Antenne, ja, die dann ausschlägt und sagt, ja, der oder die weiß es besser als ich. Hier sitze ich an der Quelle. Ja. Das ist eine sehr gute Sache. Da lerne ich. Ich freue mich so, dass ich hier an der Quelle sitze, dessen, was ich wissen möchte. 1954, ein Sprung war die Rückkehr nach Deutschland mit gleich riesigen Erfolgen. Feuerwerk, Teufel in Seide. Das war doch klar, warum ich nach Deutschland zurückgekommen bin. Ich wollte die Brücken meiner ersten Ehe, meiner ganzen Tätigkeitsfeldes hinter mir haben. Ausmerz. Sie spürbar abbrechen. Ja. Wir wollten eigentlich zwei Filmausschnitte zeigen. Wir haben darauf verzichtet. Gut. Weil es sollten zwei Filmausschnitte sein, für die Sie beide Male den Bundesfilmpreis bekommen haben. Das war Anastasia und das andere war, glaube ich, Teufel in Seide. Beide haben wir nicht bekommen, aus rechtlichen Gründen. So schwierig ist das manchmal. Inzwischen bin ich froh, dass wir sie nicht gekriegt haben. Wir haben einen kleinen Umweg gemacht und haben uns zwei andere besorgt. Die lassen wir schlicht und einfach weg, obwohl die jetzt da hinten liegen. Lassen wir weg. Weil das Gespräch so viel interessanter ist, als uns jetzt alte Filme anzuschauen. Können Sie Ihre alten, also Hand aufs Herz, können Sie Ihre alten Filme ansehen? Ja, na klar, ich bin so eitel, dass ich mich jedes Mal wieder freue, wenn ich mich das... Ich freue mich. Vor allen Dingen, weil mir. Jetzt gebe ich aber wirklich an. Also ich habe ungefähr 100 gemacht. Ja, ja, mehr als ich. Ja. Ja. Ja, Sie haben bessere gemacht, die dauern länger. Meines war so. Nein, auf ein paar von den 100, oder also genau sind es, glaube ich, 85. Die anderen zähle ich nicht mit. Davon bin ich also auf 5. Bin ich richtig stolz. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist schon eine ganz hohe Quote. Ja. Ich kann mich überhaupt nur im Fernsehen an einem alten Film sehen, wenn ich wenigstens auf Italienisch synchronisiert bin. Dann kann ich mir noch ansehen. Haben Sie sich schon mal in Japanisch synchronisiert gesehen? Nein, das muss aber ich. Das ist dann wieder was ganz. Das war mein allererster Film, ein Kriegsfilm, 0815. Und deswegen sage ich 5, weil das war eine Trilogie und die war besonders gut. Das waren aber schon 3. Ja. Und das lief also in der ganzen Welt. Es war die erste Verfilmung des Militarismus in Deutschland, eine Kriegsgeschichte, wie es überhaupt von Seiten der deutschen Soldaten aus deren Sicht zum Krieg kam. Und der begann quasi kurz vor Ausbruch des Krieges und endete mit der totalen Katastrophe und Gefangenschaft. Und das war eine gute Geschichte. Das habe ich in Japanisch gesehen und da war ich als der gefreite Asch. Habe ich mich in Japanisch gesehen, es war wahnsinnig gut. Das kann ich mir denken. Das klar. Und das sehe ich also ab und zu ganz gerne, aber jetzt nur endlich weg wieder von mir. Sie sind ja nach Deutschland zurückgekehrt, aber eigentlich dann doch nicht. Ja. Sie haben sich für ein anderes Land als Ihr Heimatland entschieden, um dort zu sein. Meines Mannes Heimat. Der kommt nämlich dort her. Wir haben die Kuckucksuhr seiner Großmutter, so ein Ding. Haben wir wieder aus Buenos Aires zurückgebracht in die Schweiz. Ich dachte, er ist zumindest aus einer Generation weiter südamerikanisch. Nein, ist er eigentlich überhaupt. Er ist dort geboren von französisch-spanischen Eltern und Schweizer Abstammung. Mhm. Nachdem wir also jetzt ein bisschen, Gott sei Dank, noch mehr Zeit haben, weil wir die, muss ich doch auf 1953 kommen, das war also das Himmelbett. Ja. Vorposter. Jetzt sind wir wieder zurück zu meinem jetzt ersten Jahr. Jetzt sind wir ein kleines Schritt. Die Biennale Venedig, beste Schauspielerin des Jahres. Darauf will ich hinaus. Ja. Und damit die Frage verbinden. Sie haben, ich glaube, so ziemlich alles an Preisen bekommen, was man bekommen kann. Außer dem Oscar. Eben. Wo ist der Oscar? Wo ist der? Naja, wo ist der? Der kommt noch. Der kommt noch. Hoffen wir es. Was bedeuten Preise und Ehrungen und Auszeichnungen für Sie? Zeigen Sie sie her? Tragen Sie sie? Verstecken Sie sie im Schrank? Es ist so ein Mittelding. Es steht so in der Ecke. Also der Löwe von nicht Venedig, mit meinem Namen falsch geschrieben. Wie falsch? L-I-L-Y. Und da gibt es sogar eine lustige Geschichte. Denn wir sind schnell abgefahren von Venedig, weil mein erster Mann, der spielte ja mit mir. Wir waren doch ein Zweiding. Ja. Und dass ich den Preis
bekam, also das gefällt keinem Mann, das würde Ihnen auch nicht gefallen. Was würde mir nicht gefallen? Wenn Ihre Frau mit Ihnen einen Riesenfilm hat und Sie kriegt einen Preis, würde Ihnen vielleicht auch nicht so wahnsinnig gefallen. Also jedenfalls, wir sind schnell weggegangen. Also wissen Sie, ich halte mich für sehr emanzipiert. Ich glaube schon, ich würde mich freuen. Ich bin so ein Selbstaufgeber. Besonders wenn Sie so ein... Ja? Ich sehe nicht so aus. Also Rex ist das nicht. Der ist kein Selbstaufgeber und kein geringerer als George Bernard Shaw, dessen Lieblingsschauspieler er war, hat gesagt, ein Starschauspieler hat die Verpflichtung, ein Egoist zu sein. Er hat diese Verpflichtung hundertprozentig erfüllt. Ja. Und wissen Sie, Lili, hat er warum ich Ihnen jetzt ungeheuer dankbar bin, wirklich verbunden bin, dass Sie mich nicht gefragt haben, ob mir George Bernard Shaw noch im Begriff ist? Dafür hätte ich Ihnen gerne einen Kuss gegeben. Warum nicht? Weil er so süß ist. Küsse nehme ich immer gerne an. Nein, also, aber stellen Sie mal vor, dass ich diesen Preis auf ganz lustige Weise, ein Jahr später, bekam ich ihn von der italienischen Botschaft in London. Ja. Und da hatte ich doch aber gerade meinen Carlos kennengelernt und wollte gerne diese von der Party weg. Und da, das ist so ein Löwe, in einem großen Paket. Ja. Und ich klemmte den unter den Arm und schlich mich aus der italienischen Botschaft. Ich bin aber noch nicht 10 Schritte gegangen, als mich 2 Polizisten so mit den Armen nach hinten zogen und sagen, was haben Sie da? Und ich sagte, das habe ich eben vom Gesandten bekommen. Das haben sie mir nicht geglaubt. Und ich wurde wieder zurückgeschleppt und vor den Gesandten und musste natürlich eine furchtbare Blamage, dass ich abgehauen bin. Aber wenigstens bin ich nicht ins Gefängnis gekommen. Jetzt steht er da in meiner Bibliothek, der Löwe. Waren Sie je in einem Gefängnis? Ja, jetzt für das Buch. Und da habe ich einen ganzen Tag in Stadelheim verbracht. Wir müssen jetzt einfach mal aufstehen, weil ich möchte... Ja? Sie meinen wir? Ich hätte mir nie in meinem Leben geträumt, dass eine Lili Palmer mir aufs Wort folgt. Das habe ich bei meiner Frau noch nicht geschafft nach 27 Jahren. Das ist heute unsere erste Begegnung, weil ich möchte ein bisschen über ihre Bilder plaudern und dazu sagen, die Lili Palmer gibt es ja, es ist zwar eine einmalige Künstlerin, aber sie gibt es 3-mal. Es gibt sie als Schauspielerin, es gibt sie als Schriftstellerin und es gibt sie als Malerin. Die Bilder hängen bei uns im Hause oben, nicht unten, damit die armen Gäste nicht machen müssen. Es ist von der Kamera genau eingeteilt, wie wir jetzt stehen müssen, nämlich so. War eben die Reihenfolge richtig? Schauspielerin, Schriftstellerin, Malerin. Umgekehrt. Schauspielerin, Malerin. Schauspielerin, Malerin, Schriftstellerin. Ja. Der Malerei kommt noch ein Rang vor der Schriftstellerei zu. Nein, das ist die Leidenschaft. Das ist die Leidenschaft. Und die Schriftstellerei? Die ist die Herausforderung, die faszinierende. Und die Schauspielerei? Die ist das Metier, auf der stehe ich und auf der ruhe ich. Und wenn Sie mir einen Bart umhängen, dann spiele ich Ihnen auch den König Lear. Ich fürchte, sie hat recht. Wir wollen ein bisschen über Ihre Bilder reden, Lili. Also ich weiß, dieses heißt zum Beispiel spanische Landschaft. Ich weiß nur nicht, ob 1, 2 oder 3. Das ist, glaube ich, 3. Und das ist ja das, was ich als Umschlag für das Buch für das neue Buch, Nachtmusik. Nachtmusik, ja. Und das traf sich gerade so gut. Das passt. Wann haben Sie das gemalt? Ich male immer erst die Dinge hinterher. Wir lebten in Spanien ein paar Jahre. Ja. Und als ich dann wieder wegging von Spanien, habe ich lauter spanische Landschaften gemalt. Mhm. Ich war lange in Spanien, aber ich wüsste nicht, wo das ungefähr sein könnte. Das kann überall sein. Das ist die rote spanische Erde, ja. Und die Bäume werden Sie wieder erkennen. Ja. Das ist aber nur, wie gesagt, nur ein Eindruck. Und das ist ungefähr da unten in Malaga. Los Árboles. Ja. Da kommen wir zu dem Bild, das heißt die Frage oder die Fragende. Ja. Nein, die Frage, gell? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Nein, vielleicht gar nicht. Sehen Sie, hier ist die eine Frau und da ist die andere Frau. Ja. Und es kommt ja eigentlich doch nur auf die Farben und die Formen an. Also jedenfalls mir kommt es am meisten drauf an. Ja. Und da ein gewisses Geheimnis, was mir wichtig ist, dass man darum rätseln soll. Nein, ich muss was das denkt sagen. Die? Es was ist will mir die? Überhaupt kein Geheimnis, was das Bild sein soll. Und wenn es noch so dämlich klingt, mir gefallen Ihre Bilder fabelhaft und ich weiß vielen anderen auch. Und das ist kein Kompliment jetzt an dieser Stelle. Ich würde ebenso sagen,
Bitte erklären Sie es mir. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das soll. Oder man sagt dann immer, was für schöne Farben. Ja, das kann man beim Auto aber auch sagen. Ne? Ja, genau. Das hier ist die Frau auf der Terrasse. Ja, das ist meine Dicke. Ich habe doch ein ganz dickes Modell. Ja. So eine, von der ich immer sage, sie ist so dick, damit ich mir keine Sorgen um den Hintergrund zu machen brauche. Sehr schön. Aber dieser Scherz gilt nicht in diesem Fall, da habe ich ja eine Menge Hintergrund. Die sitzt also irgendwo oben, ganz egal wo, ja. Vielleicht auf dem Dach. Mhm. Und wie Sie sehen, ist sie also fleischig. Ja? Und viel Sonne. Und sie, ja. Es gibt zwar ein Bild von Ihnen, das heißt das Sonnenbad. Ja, diese Hut, wie Sie sehen, ich bin immer sehr interessiert an den Füßen. Ja. Die hatte so schöne, dicke Ballen hier. Die haben mich so interessiert. Kurz und gut, darauf stehen meine Nackten. Sie haben vorhin gesagt, gestanden. Gestanden, ein gestandenes Modell. Dann kommen wir hier rüber, da hat man uns vorhin eingeschärft, ich muss sie so rüberführen und dann müssen wir uns so rumdrehen, weil jetzt kriegt uns da drüben die Viererkamera und dann sind wir beide wieder richtig niedlich im Bild. Dieses Bild heißt auch spanische Landschaft. Das ist eine andere spanische Landschaft, brauche ich nicht zu erklären. Nein, die nicht, die glaube ich sogar zu kennen. Ja. Ich habe dort unten mal eine Zeit lang gearbeitet, das könnte in der Nähe von Almería sein. Ja. Und zwar 60, 70 Kilometer nördlich, wo so viele Western gedreht worden sind. Da ist eine fast biblische, eine Urlandschaft. Ja, so etwas ist Spanien. Mhm. Und jetzt gehen wir, hier war das erst, jetzt haben wir an der falschen Stelle rumgedreht. Entschuldige bitte, Dieter. Das ist ein neues, das heißt, das ist Frau mit Katze. Mhm. Weiter lässt sich dazu nicht sagen, als dass sie eine Katze ist, was Sie vielleicht sehen. Und eine Frau, die sich streichelt, die Katze ist davon gar nicht so begeistert. Mhm. Ja. Das sind Katzen meistens nicht. Katzenliebhaber wissen das. Da haben Sie so einen schönen Titel gefunden. Für als ich das Bild sah, ich muss nur eine kleine Bild Geschichte heißt, dazu erzählen. Ja. Es wurde behauptet, eines dieser Bilder, die wir jetzt gesehen haben, hätten Sie für heute Abend quasi gemacht. Ich habe es nur schnell fertig gemacht. Fertig gemacht. Und jetzt habe ich natürlich versucht herauszufinden, welches könnte Lili Palmer für uns gemacht haben. Und da habe ich gesagt, das. Dann habe ich in ihren Katalog geguckt, habe gesagt, nein, das ist schon im Katalog, kann es nicht gewesen sein, dann war es aber doch. Denn dieses Bild heißt, also der Originaltitel, den Lili Palmer ihm gegeben hat, Der Streit. Und ich habe gesagt, das heißt Talkshow. Ich finde das so großartig. Von jetzt ab heißt es Talkshow. Heißt es Talkshow? Ja. Das waren wenige der schönen Bilder von Lili Palmer. Herzlichen Dank. Und Sie haben es vorhin selbst erwähnt, das erste, bei dem wir angefangen haben, die spanische Landschaft, ist der Umschlag geworden zu Ihrem neuen Buch. Ja. Und wir kommen jetzt zu Lili Palmer, der Schriftstellerin. Darf ich es zeigen? Wer da drüben sind wir? Das ist also Lili Palmers neues Buch und man wirft mir immer vor, ich mache versteckte Reklame für irgendetwas. Ich denke nicht daran, versteckte Reklame zu machen. Ich mache sie ganz offen. Das ist das neue Buch von Lili Palmer. Es heißt Nachtmusik. Viele haben sich den Kopf zerbrochen. Wie das wohl kommt, die ersten Romane, wir haben vorhin gesagt, über dicke Lili, gutes Kind, ist alles gesagt worden, was man darüber sagen kann. Ich habe es begeistert gelesen. Ich habe es aufgewühlt, ist ein großes Wort. Aber es hat mich manches mehr berührt als normal, wenn ich Memoiren lese. Es war ebenso beim Roten Raben. Und jetzt kommt dieses Buch, so hat man gesagt, also die Memoirenschreiberin, die Erinnerin. Und dann sagt Lili Palmer über sich selber, ich bin keine Erfinderin, ich bin eine Aufzeichnerin. Wie kommt man auf die Idee, die die Grundlage ihres Romanes Nachtmusik ist? Ich habe also nur so gestaunt. Wie kommt man auf so eine Idee, wenn es nicht selbst erlebt ist? Alles, was ich, ist mein zweiter Roman. Ja. Alles, was ich schreibe, alles, was überhaupt meiner Meinung nach geschrieben wird von Schriftstellern. Um das noch zu sagen, der erste war Umarmen braucht seine Zeit und das ist der zweite. Und das ist weiter. Ich glaube, das geht allen Schriftstellern so. Ich glaube es jedenfalls. Niemand kann sich so eine Geschichte vollständig aus den Fingern saugen. Das ist entweder mir passiert oder Ihnen passiert oder einer meiner Bekannten oder Freunde. Oder man liest auch mal was in der Zeitung. Diese Geschichten hier, die sind tatsächlich passiert. Und wenn ich sie dann irgendwo anders ansiedle, damit ich es verfremde, dann gehe ich dorthin und lerne den Ort kennen, zum Beispiel das Gefängnis. Ich musste ja mal wissen, wie es dort riecht. Ja. Sehr dringend notwendig. Und hier nun ist eine der Handlungsstränge, die jetzt doch sehr aktuelle Kroatenszene. Ja. Die Leute, die sich hier umbringen und dort, während sie hier in Deutschland kämpfen sie für ein Heimatland, ein unabhängiges in Jugoslawien. Ja. In diese Szene habe ich mich einschleusen lassen und habe die Leute kennengelernt und ihnen gesagt, ich schreibe einen Roman, in dem ihr vorkommt
Und ich werde eure Sache nicht fördern. Ich schreibe nur, wie es ist. Ich habe ja einen einzigen politischen Satz in dem Buch, den Sie wahrscheinlich gefunden haben, Blackie, in dem ich sage, in einer Revolution kommen auch Beteiligte um. Das ist mein Credo. Und das ist also die einen sowie die anderen sind, was mich betrifft, verdammenswert. Ja? Mhm. Und dass sie ihre Kinder zur Rache erziehen, finde ich das überhaupt Schlimmste, was sie ihnen antun können. Das ist der eine Handlungsstrang. Es gibt aber auch eine Liebesgeschichte drin. Es gibt aber auch die Geschichte des Zwergen Stills. Ja. Die mich also besonders fasziniert hat. Die hat mich immer fasziniert. Die ist eingeheiratet in unsere Familie. Es heiratete ein ganz reizender Mann, meine Schwester, Victor Ross. Das ist der Chef vom Reader's Digest. Ja. Und der Zwerg, der Geniale, Stills, war sein Großonkel. Es ist ein Zwerg, der in einer Schachtel sitzt, oder besser gesagt in einer Kiste sitzt und aus dieser Kiste heraus Schach spielt gegen Staatsoberhäupter, auch gegen den russischen Zaren. Und lange ein Geheimnis bleibt. Und die Teufelei, die Lille Palmer da getrieben hat, sie lässt die Hauptfigur, diesen Kaspar Schulte, immer zuhören. Der hört seinem Onkel zu, was der erzählt. Und immer, wenn man glaubt, man platzt, dann sagt er, und das erzähle ich dir heute noch nicht, sondern das erzähle ich dir erst. So zwingt sie einen dazu, das Buch von vorne bis hinten in einem durchzulesen. Wenn man sagt, ich will jetzt wissen, warum der und was der da noch zu sagen hat. Das ist eine Teufelei, Lili. Sagen Sie, Blackie. Ja. Würden Sie mir recht geben, dass doch die meisten Menschen in Ihrer Schachtel sitzen, aus der Sie entweder raus wollen oder von der Sie sich beschützt fühlen und sich nicht raustrauen, denn darum handelt es sich ja. So wie Sie es sagen, das muss doch noch rausgehen, so wie Sie es sagen, ohne jede Einschränkung, ich möchte es nur noch sogar erhärten. Die sitzen nicht nur in einer Schachtel, die kann man unter Umständen von innen leicht sprengen. Die meisten Menschen, wir alle, sitzen vielleicht momentan in zugenagelten Kisten und kommen nicht raus. Aber was tut ein anständiger Mensch? Wie die Hauptperson meines Buches, das ist ein Professor der slawischen Sprache in München, der eine gute Ehe führt und Kinder hat und was tut ein anständiger Mensch, der aus dieser Schachtel raus will? Wie macht er das? Indem er also ein Bösewicht wird. Ne? Auf anständige Art und Weise kann Sie er lassen nicht raus. Den Onkel Stilz, den Zwerg, der da allerdings nicht mehr in der Kiste oder in der Schachtel ist, sondern im Bett liegt, Sie lassen ihn sagen, sei endlich mal böse und träume nicht nur davon. Sei ein Schurke. Sei es. Ist Lili Palmer in ihrem Leben bewusst mal schurkisch gewesen? Bewusst böse? So interessant bin ich gar nicht. Ernstlich nicht. Aber ich habe genau das erlebt, nämlich in meiner nächsten Umgebung. Und da geschah das. Und der Mann, um seine Ehe zu sprengen und seine Kinder, die ja schon 20 Jahre alt waren, hat sie auf diese Frau auf die bösartigste Weise verlassen, die er finden konnte. Ja. Nur damit er mit allem bricht, mit sich selber bricht. Und da konnte er mit ihr brechen, mit den Kindern brechen, mit allem. Nur so ging es. Darüber habe ich geschrieben. Fast ein bisschen gefährlich, dieses Thema auszuweiten, weil die Philosophie wäre, man braucht die totale Explosion, um von vorne und dann vielleicht besser anfangen zu können. Das wollen wir jetzt nicht ausweiten. Nein. Aber etwas, was irgendwo im Jahre 1974 an Zitat von Ihnen zu lesen ist, das wird das Vorletzte. Alle finden einen sympathisch, wenn man sagt, ich habe meine Eltern gehasst, meine Lehrer verachtet und meine Schule angezündet. Ich, Lili Palmer, habe meine Eltern geliebt und die Schule auch. Ja. Ist Ihre Lebenseinstellung nach dem, auf was Sie heute zurückblicken können, eher pessimistisch oder optimistisch? Sie ist sehr pessimistisch, Blackie, und ich bin in völliger Verzweiflung darüber, wenn Sie mich ernstlich fragen, weil ich finde, wenn Sie mich schon fragen, es soll ja jetzt schon wieder besser werden, höre ich, dass diesen Kindern, die doch keine Ahnung haben, was auf sie zukommt, genau das Falsche beigebracht wird, nämlich, dass man ihnen das Leben so unbedingt leicht machen will, statt sie ihnen schwer zu machen, um sie vorzubereiten.
dass man ihnen alles aus dem Weg räumt, nur damit sie es gut haben, dass sie in der Schule nur lernen sollen, was ihnen Spaß macht. Wahnsinn! Bravo! Ich frage Sie, wie soll ein Kind wissen, dass es sich nicht langweilt, wenn es sich nie gelangweilt hat, wenn in jedes Fach sorgfältig vermieden wird, dass es sich langweilen soll. Es soll sich langweilen, damit es sich freut auf die nächste Stunde, wo es sich nicht langweilt. Das tut ihm gut, dann weiß er die Unterschiede. Und wir bügeln noch diese Unterschiede, diese immer zu aus, nur damit alles schön glatt und schön und sanft wird. Großer Fehler. Kinder sollen es schwer haben. Die Kinder sollen ja auch die Eltern mehr lieben als die Eltern die Kinder. Das ist ja mein Satz, der mir immer wieder vorgehalten wird. Wir hatten eine so glückliche Jugend, weil meine Eltern nie ein Hehl daraus machten, dass sie einander noch mehr liebten als uns. Wie oft mir das schon gesagt worden ist. Und das war eine wunderbare Jugend. Ne? Wir mussten aus ihnen herauskriegen, die Liebe, die wir brauchten, die kriegten sie schon. Aber wenn man ein Kind überschüttet mit Liebe, ist das doch selbstverständlich. Die sollen sich Liebe erarbeiten, die Kinder. Quintessenz. Verdienen. Quintessenz dessen, Kinder, die man um die Liebe ihrer Eltern kämpfen lässt, die holen sie sich. Diejenigen, denen man sie aufdrängt, stoßen sie zurück. Genau. Genau. Letztes Zitat. Ich will mich jetzt endlich mal gehen lassen, hat Lili Palmer gesagt. Habe ich das gesagt? Ja. Das nachzulesen. Wundert mich aber. Ich lass mich zum Beispiel jetzt, Blackie, mit Ihnen eine ganze Stunde lang gehen und ich hoffe, Sie merken das auch. Ich hoffe, alle unsere Zuschauer haben es gemerkt. Denn ob Sie es glauben oder nicht, die Stunde ist um. Lassen Sie sich ganz gehen, Lilly, aber bitte gehen Sie noch lange nicht. Herzlichen Dank fürs Kommen.